Guten Morgen. Mein Name ist Ralf Schulz. Ich komme aus Pirmasens und ich leite dort eine Hauskirche. Und ja, ich bedanke mich erstmal, dass ich hier predigen darf. Und wie schon angekündigt, mein Thema ist Entrückung. Und die Überschrift dieser Predigt heißt: Jesus kommt wie ein Dieb in der Nacht. Die letzten Jahre, so hat Gott mir immer wieder so Einblicke gegeben bezüglich Endzeit, was ich eigentlich nicht machen wollte, aber es kamen immer wieder so Einblicke in das Endzeitpuzzle. Für mich ist es ein Puzzle, das sich so langsam als Gesamtbild zusammenträgt. Und von einem Puzzlestück möchte ich euch heute einfach teilnehmen lassen, an einem Puzzlestück. Wie schon gesagt, das Thema, die Überschrift heißt: Jesus kommt wie ein Dieb in der Nacht. Und ich lese aus 1. Thessalonicher 5,1. Und genau genommen ist das Thema: Wann ist die Entrückung? Wenn man das so hört, der erste Satz, vor einem dann in den Kopf kommt, ist: Das weiß keiner. Aber wir werden heute mit Paulus den gleichen Satz nach der Predigt sprechen können, wie den, wo ich jetzt vorlese. Und zwar 1. Thessalonicher 5,1 sagt Paulus: Was aber die Zeiten und Zeitpunkte betrifft, Brüder, so habt ihr nicht nötig, dass euch geschrieben wird. Es ist interessant, im 1. Thessalonicher Kapitel 4, am Ende davon, redet Paulus von der Entrückung. Und dann spricht er zu den Brüdern in Thessalonich: Was aber die Zeiten und Zeitpunkte betrifft, da meint er auch die Entrückung. Brüder, so habt ihr nicht nötig, dass euch geschrieben wird. Also keine Angst, ich werde nicht genau das Datum festlegen. Aber wir haben wirklich in der Bibel Zeitfenster, die uns Gott offenbart, wo die Entrückung ist. Okay, nochmal: Was aber die Zeiten und Zeitpunkte betrifft, Brüder, so habt ihr nicht nötig, dass euch geschrieben wird. Also was die Entrückung auch angeht, haben treue Gläubige, auch heute, und vor allen Dingen die Thessalonicher damals, sie hatten nicht nötig, dass über den Zeitpunkt geschrieben wird. Die Schrift lässt also das Zeitfenster erkennen. Wir wissen ungefähr, wann die Entrückung ist. Ich lese mal vor, in 2. Thessalonicher 2,1 heißt es: Wir bitten euch aber, Brüder, wegen der Ankunft unseres Herrn Jesus Christus und unserer Vereinigung mit ihm, dass ihr euch nicht schnell in eurem Sinn erschüttern, auch nicht erschrecken lasst. Weder durch Geist, noch durch Wort, noch durch Brief, als seien sie von uns, als ob der Tag des Herrn da wäre. Dass niemand euch auf irgendeine Weise verführe, denn dieser Tag kommt nicht, es sei denn, dass zuerst der Abfall gekommen ist. Und Paulus sagt, bezüglich der Ankunft unseres Herrn Jesus Christus, also wenn Jesus kommt, und unserer Vereinigung mit ihm. Also hier wird die Entrückung erwähnt. Da sollten sich die Thessalonicher nicht erschrecken lassen, erschüttern lassen. Selbst wenn ein Geist käme, ein Engel, ein Dämon oder irgendwas, und sagt, der Tag wäre schon da gewesen, die sollten es nicht glauben. Selbst wenn manche falsche Briefe schreiben, mit Paulus unterschreiben, aber und sagen, der Tag wäre schon längst da gewesen, nein, sie sollten es nicht glauben. Oder wenn Prediger kommen, sie sollten es nicht glauben. Sondern dann sagt Paulus, nein, lasst euch nicht verführen, denn dieser Tag, was man den Tag des Herrn nennt, kommt nicht, es sei denn. Erst muss was passieren. Also jetzt sehen wir ein Ereignis, das muss erst passieren und erst dann kann die Entrückung kommen. Und zwar was? Denn dieser Tag kommt nicht, es sei denn, dass zuerst, die Betonung liegt hier auf dem zuerst, weil es geht dann später weiter, der Abfall gekommen ist. In 2. Petrus 3,12, da sehen wir vom Tag des Herrn, die Christen sollen ihn ersehnlich erwarten. Warum? Das ist ihre endgültige Errettung, da werden sie entrückt. Das sollen wir erwarten. Das sollte eigentlich unser nächstes Hauptziel sein in unserem Leben, dass wir dabei sind, dass wir entrücken. Aber gleichzeitig sieht man an mehreren Stellen, der Tag des Herrn ist das Gericht Gottes. Das heißt, hier einerseits ist es die Entrückung,
Andererseits ist es das Gericht Gottes. Was nun? Der Tag des Herrn ist eine Zeitspanne, wo Gericht Gottes ausgeführt wird und beginnt mit der Entrückung, damit wir das Gericht nicht erleben. Okay, nun erst muss der Abfall, ich habe gesagt, ich wollte euch heute ungefähr sagen, wann die Entrückung ist. Eins wissen wir jetzt, nach dem Abfall. Erst muss der Abfall gekommen sein. Ich sage es mal in eigenen Worten, der Abfall ist sozusagen der Müll Gottes, der nach der Entrückung gerichtet und von dieser Erde beseitigt wird. Im Text geht es weiter, in Vers 10, da steht, was für Menschen das am Schluss auch sind. Das sind Menschen, die Jesu Liebestat zu ihrer Errettung ablehnen und an der Ungerechtigkeit Gottes gefallen haben. Die Welt wird am Ende von der Liebestat Jesu gehört haben, aber viele werden sich bewusst dagegen entschieden haben. Zum Beispiel auch dadurch, dass sie Christen verfolgen am Ende dieses Zeitalters. Es ist ja schon 2000 Jahre lang, dass Christen verfolgt werden, aber am Ende des Zeitalters heißt es auch, dass es weltweit geschehen wird. Und im nächsten Versen sehen wir das auch, dass das so ist. Und zwar, ich nehme hier eine genauere Übersetzung, weil die meiste Übersetzung an dieser Stelle etwas ungeschickt übersetzt ist, sodass man den Text nicht genau versteht. Hier steht in Vers 5, erinnert ihr euch nicht, dass ich dies zu euch sagte, als ich noch bei euch war? Was sagte Paulus, den Thessalonicher, als er noch bei ihnen war? Auf was bezieht er sich? Dass zuerst der Abfall kommt, dann der Antichrist. Wir denken ja oft, jetzt kommt der Antichrist, dann fallen die Leute ab. Aber hier sagt Paulus, nein, zuerst kommt der Abfall, damit der Antichrist kommen kann. Ich weiß, manches ist neu, deswegen habe ich vorhin gesagt, so, ich hatte Einblicke so bekommen, so wie Puzzlestücke, und vieles ist neu, wie ich vorher so aus Kommentaren gelernt hatte. Aber ihr könnt es prüfen. Und Paulus sagt weiter, jetzt in Vers 6, und jetzt wisst ihr, was zurückhält, damit er zu seiner Zeit enthüllt wird. Also er sagt, jetzt wisst ihr, die Thessalonicher wussten, was zurückhält, damit der Antichrist zu seiner Zeit enthüllt wird. Und zwar, das Nichtvorhandensein des Abfalls hält die Offenbarung des Antichristen zurück. Wir sehen das im Text gleich weiter. Der Antichrist offenbart sich zu Gottes festgelegter Zeit, gottbestimmte Zeit. Aber Gott hält die Offenbarung des Antichristen zurück, bis der Abfall reif ist. Und dann, wenn diese gottlose Gesellschaft ausgereift ist, dann ist es sogar Jesus, der den Befehl gibt, komm. Er wird geschickt, der Antichrist. Dann erst gibt Gott quasi dem Antichrist Raum, und zwar um den Abfall einzusammeln. Dann heißt in Vers 7, denn schon ist das Geheimnis der Gesetzlosigkeit am Wirken. Der Geist des Antichristen, also der satanische Geist, der wirkt schon 2000 Jahre lang hinter den Kulissen. Und wir Christen, die geistliche Augen haben, wir sehen, wie das immer mehr ans Licht kommt. Und dieser satanische Geist versucht schon 2000 Jahre lang, erstens mal Christus zu zerstören. Jesus war kaum auf der Welt, dann hat ihn der Teufel quasi durch Herodes schon umbringen wollen. Und dann geht er an die Gemeinde, also schon seit 2000 Jahren lang versucht dieser Geist, Christus und seine Gemeinde zu zerstören, um sich letztendlich an Christi Stadt auf den Weltenthron zu setzen. Jesus wird ja kommen, er wird regieren, 1000 Jahre. Aber der Satan will das nicht, er schickt seinen Antichrist, einen anstatt Christus, und er möchte sich auf diesen Weltenthron setzen. Und zwar, um seine Gemeinde auch zu regieren, der Abfall. Der Abfall besteht meines Erachtens nicht nur aus abgefallenen Christen, sondern der Abfall beginnt quasi mit Kain, die ganze ungläubige Welt.
aber auch bekennende Christen, die abgefallen sind von ihrem Glauben, aber genauso bekennende Juden, die abgefallen sind von ihrem Glauben. Also der ganze Abfall dieser Welt. Nur ist der da, der jetzt zurückhält, nämlich Gott hält es zurück. Und jetzt die bessere Übersetzung, wenn er im Griechischen nachschaut, das Wort, was da vorkommt, das heißt, aus der Mitte hervorbrechen. Und deswegen nehme ich da diese Übersetzung aus Janssen, der übersetzt das ganz gut. Nur ist der da, der jetzt zurückhält, nämlich Gott hält den Antichristen zurück, bis es aus der Mitte hervorgegangen ist. Bis das, was hinter den Kulissen gewirkt hat, unsichtbar, uns Christen war das schon erkennbar, aber es bricht, es kommt ans Licht und die Gesellschaft, die allgemeine gottlose Gesellschaft, die nimmt es freiwillig immer mehr an und es wird reif. Also bis es aus der Mitte hervorgegangen ist und dann wird der Gesetzlose enthüllt werden. Eigentlich warten wir ja auf die Offenbarung Jesu Christi, warum die Offenbarung geschrieben wurde. Aber hier geht es erstmal um die Offenbarung des Antichristen. Es gibt viele Antichristen, aber die Offenbarung des Antichristen ist, wenn dieser Antichrist in Israel auf dem Thron Gottes sitzt, um die Welt regieren zu wollen. Nochmal, Gott hält also den Gesetzlosen, den Antichristen so lange zurück, bis das Antichristliche in der gottlosen Gesellschaft voll ausgereift ist. Das können wir sogar nachlesen in Daniel 8,23 und Daniel 11,32, wer das zu Hause nachlesen will. Das Geheimnis der Gesetzlosigkeit ist dann kein Geheimnis mehr, denn es ist aus der Mitte hervorgetreten und für alle sichtbar. Die bewusste Ablehnung Gottes wird sich am Ende auch dadurch ausdrücken, dass der Abfall aus allen Nationen Christi Leib verfolgen, verraten, einsperren, töten. Damit drücken sie ihre Anti-Haltung gegen Jesus aus, auch dass sie den Leib Christi quasi verfolgen. Jesus sagte in einer Gerichtssituation, wahrlich, ich sage euch, was ihr einem dieser meiner geringsten Brüder getan habt, habt ihr mir getan. Wir sehen am Schluss, es gibt Leute, die helfen den Verfolgten. Und dann gibt es aber auch andere, die verfolgen die Christen. Und Jesus sieht es so, was man den Christen antut, das tut man ihm an. Der Abfall wird am Ende sogar Gottes Land verachten, Israel. Er wird auch Gottes Stadt verachten, Jerusalem. Und viele werden den Antichristen im Tempel Gottes sitzend anbeten. Und die Christen verfolgen. Und selbst das jüdische Volk, das an Gottes Wort festhält und den Antichrist nicht anbetet, die werden es auch verfolgen. Jetzt zurück zu meinem Thema. Wann ist die Entrückung? Paulus hat hier ziemlich klar und deutlich beschrieben, nachdem der Abfall gekommen ist, nicht vorher. Wir gehen also durch eine bedrängte Zeit. Und dann, wenn wir weiterlesen, nochmal, Paulus sagt, dieser Tag, nämlich dieser Tag der Entrückung kommt nicht, es sei denn, dass zuerst der Abfall gekommen ist, jetzt geht es weiter, und der Mensch der Gesetzlosigkeit geoffenbart worden ist, der Sohn des Verderbens, der sich widersetzt und sich überhebt über alles, was Gott heißt oder Gegenstand der Verehrung ist, so dass er sich in den Tempel Gottes setzt und sich ausweist, dass er Gott sei. Jetzt haben wir schon wieder ein zweites Ereignis, wo wir sehen, das muss vor der Entrückung geschehen. Es ist immer noch das Thema, Paulus sagt, erst muss der Abfall kommen, dann kommt der Mensch der Gesetzlosigkeit, also dieser Antichrist, und setzt sich in den Tempel Gottes, um sich anbeten zu lassen. Er wird von der ganzen Welt Anbetung verlangen. Und erst danach kann die Entrückung kommen. Nochmal, die Offenbarung des Antichrist ist, dass
der letzte, der Antichrist ist der, wo in Gottes Land, in Gottes Stadt, unter seinem Volk, in Gottes Tempel sich reinsetzt und sagt, ich bin Gott, betet mich an. Das ist die Offenbarung des Antichristen. Und jetzt ein weiterer Zeitpunkt, wo man erkennen kann, wann die Entrückung ist. Wir haben gehört, erst der Abfall, dann der Antichrist. Und eine andere Offenbarung aus der Bibel ist, die Entrückung geschieht mitten in der Bedrängnis. Das lese ich euch vor. Matthäus 24, 4 folgende. Jesus sagt zu seinen Jüngern, also er spricht zu Christen, seht zu, dass euch niemand verführe, denn viele werden unter meinem Namen kommen und sagen, ich bin der Christus. Und sie werden viele verführen. Ihr werdet auch von Kriegen und Kriegsgerüchten hören. Seht zu, erschreckt nicht, denn es muss geschehen, aber es ist noch nicht das Ende. Denn es wird sich Nation gegen Nation erheben und Königreich gegen Königreich und es werden Hungersnöte und Erdbeben da und dort sein. Alles dies aber ist der Anfang der Wehen. Hier steht erstmal, was passiert am Ende der Zeit, kurz bevor Jesus wiederkommt, kurz vor der Entrückung. Er sagt, es kommen Wehen, Anfangswehen. Und Anfangswehen ist ein Zeichen für Entwehen. Also wenn die Frauen unter euch, die Kinder bekommen haben, ihr wisst das, wenn die Anfangswehen anfangen, da wisst ihr, oh, das ist ein Zeichen, dass auch irgendwann die Endwehen kommen. Und dann, also Jesus sagt dann danach, nach dem Anfang der Wehen, jetzt sagt er, dann werden sie euch in Bedrängnis überliefern und euch töten. Und ihr werdet von allen Nationen gehasst werden, um meines Namens willen. Also eine Zeit der Christenverfolgung, wie es nie mehr wieder geben wird. Nach den Anfangswehen kommen die Endwehen und die drücken sich so aus, dass Christen in eine nie dagewesene Bedrängnis hineinkommen und sogar viele getötet werden. Und dass alle Nationen, nicht jeder einzelne Mensch, aber alle Nationen allgemein die Christen hassen werden. Man nennt es auch diese große Bedrängnis. Und wann geschieht diese große Bedrängnis? Das lesen wir in Vers 15. Da sagt er, wenn Folgendes geschieht, dann beginnt die große Bedrängnis. Wenn ihr nun den Gräuel der Verwüstung, von dem durch Daniel den Propheten geredet ist, an heiliger Stätte stehen seht, wer es liest, der merke auf. Dann sollen die in Judäa auf die Berge fliehen und so weiter und so fort. Und dann sagt Matthäus, denn dann wird große Bedrängnis sein, wie sie von Anfang der Welt bis jetzt nicht gewesen ist und auch nie sein wird. Hier sehen wir, wann diese große Bedrängnis anfängt. Es kommen Anfangswehen, aber dann setzt der Antichrist sich in den Tempel Gottes in Israel und ab da beginnt eine Verfolgung der Christen wie nie dagewesen. Der Antichrist bekommt dann 3,5 Jahre, aber wir sehen an anderer Stelle, das sehen wir auch gleich, dass die Zeit um der Auserwählten willen verkürzt wird. Aber interessant, wie das Zeitfenster ist. Erst kommt der Abfall, dann kommt der Antichrist und dann beginnt eine große Bedrängnis. Er kriegt 3,5 Jahre Weltregierung, das bedeutet 3,5 Jahre Bedrängnis, aber wegen den Christen um der Auserwählten willen kürzt Gott die Bedrängniszeit für Christen. Tag und Stunde weiß niemand. Aber wir wissen, es ist in diesen 3,5 Jahre Bedrängniszeit, wo für Christen verkürzt wird, Tag und Stunde weiß niemand, aber da drin fällt die Entrückung. Und das sehen wir auch in Offenbarung 7,9 folgende. Da sieht Johannes die Zukunft und er sieht die errettete Nationen, er sieht sie im Himmel. Und er sagt folgendes, nachdem sah ich und siehe eine große Volksmenge, jetzt sieht er die Christen im Himmel, die erretteten Christen im Himmel, die niemand zählen konnte, aus jeder Nation und aus Stämmen und Völkern und Sprachen, stand vor dem Thron und vor dem Lamm,
bekleidet mit weißen Gewändern und Palmen in ihren Händen. Und sie rufen mit lauter Stimme und sagen: Das Heil unserem Gott, der auf dem Thron sitzt, und dem Lamm. Also Christe, entrückte Christe, errettete Christe stehen nur vom Thron Gottes und preisen ihr Heil. Und alle Engel preisen jetzt mit. Alle Engel standen rings um den Thron und die Ältesten und die vier lebendigen Wesen. Und sie fielen vor dem Thron auf ihre Angesichter und beteten Gott an und sagten: Amen. Den Lobpreis und die Herrlichkeit und die Weisheit und die Danksagung und die Ehre und die Macht und die Stärke unserem Gott von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Und einer von den Ältesten begann und sprach zu mir. Jetzt kommt ein Ältester aus dem Himmel und spricht zu Johannes: Diese mit den weißen Gewändern bekleidet sind. Wer sind sie und woher sind sie gekommen? Diese Erretteten mit den weißen Gewändern, die entrückt sind, wer sind sie, woher sind sie gekommen? Und ich sprach zu ihm: Mein Herr, du weißt es. Johannes sagt: du weißt es. Und er sprach zu mir: Diese sind es, die aus der großen Bedrängnis kommen, und sie haben ihren Gewänder gewaschen und sie weiß gemacht im Blut des Lammes. Hier sehen wir der Zeitpunkt, die Tür, wo sie entrücken. Die Tote stehen auf und zusammen mit denen, wo noch leben, vereinigen sie sich, werden verwandelt und entrücken dem Herrn entgegen. Und der Johannes sieht diese große Schar im Himmel und betet auch, sie beten an. Und der Engel gibt die Information aus der großen Bedrängnis heraus. Also erst kommt der Abfall, eine ausgereifte, gottlose Gesellschaft, wo nichts mehr von Gott wissen will. Dann kommt der Antichrist und der lässt sich dann auch von ihnen anbeten. Und dann kommt eine große Bedrängnis, die normal 3,5 Jahre lang gehen würde. Und wenn sie so lang gehen würde, würde keiner überleben. Aber um der Auserwählte willen, Gott hat es so gewählt, manche sollen überleben und die Ankunft des Herrn mit ihren eigenen Augen sehen. Deswegen werden manche überleben. Und wann entrücken die Christen dann? Irgendwo in der großen Bedrängnis. Zeit und Stunde weiß niemand. Noch was Interessantes. Es gibt noch eine Information, wann man das sieht, wann diese Entrückung ist. 1. Thessalonicher 5,3 sagt: Wenn die Welt sagt, Friede und Sicherheit. Kurz bevor Jesus kommt, sagt die gottlose Welt Friede und Sicherheit. Nicht für uns, das ist ja die große Bedrängnis, sondern sie sagt Friede und Sicherheit. Ich sage es mal in eigenen Worten. Das Programm des Antichristen, des Weltherrschers, funktioniert doch ganz gut. Wo ist der Tag des Herrn? Wo ist das Gericht Gottes? Sie spotten und verfolgen uns. Und also wenn die Christen in ihrer größten Bedrängnis sind, spricht die Welt von Friede und Sicherheit. Sie wägt sich in falscher Sicherheit. Und man wird wahrscheinlich die Christen als diejenige betrachten, die den Weltfrieden und die Weltsicherheit stören, hindern. Deswegen verfolgt man sie auch. Sie werden also von allen Nationen gehasst werden. Nun, wenn ich jetzt zu dieser letzten Generation gehören sollte, woran erkenne ich dann noch, wann die Entrückung ist? Wenn ich jetzt in diese große Bedrängnis bin, jetzt gibt uns Gott ein Zeichen oder mehrere Zeichen. Zeichen, woran ich erkenne, wann jetzt Jesus kommt. Und das wird schon vorhergesagt in Joel 3,4. Die Sonne wird sich in Finsternis verwandeln und der Mond in Blut, ehe der Tag des Herrn kommt. Wir haben vorhin gehört, der Tag des Herrn ist unsere Entrückung und dann Gericht über die, wo die Christen verfolgten, über diese Welt. Die Sonne wird sich in Finsternis verwandeln und der Mond in Blut, ehe der Tag des Herrn kommt, der große und furchtbare. Und es wird geschehen, jeder, der den Namen des Herrn anruft, wird errettet werden. Kurz bevor Jesus kommt, gibt Gott uns ein Zeichen. Sonne wird dunkel, Mond wird dunkel.
Und das sehen wir auch an drei anderen Stellen auch. Matthäus 24, 29 steht, aber gleich nach der Bedrängnis jener Tage, die Gott verkürzen wird wegen uns, wird die Sonne verfinstert werden. Und hört gut zu, Sonne verfinstert und der Mond seinen Schein nicht geben. Wenn hier die Sonne ist, ist auf der anderen Erdhalbkugel der Mond, also rundum finster. Und die Sterne werden vom Himmel fallen. In Offenbarung lesen wir das auch. Also so, es sieht so aus, wie wenn sie Richtung Erde fallen, sie geben ihre Lichter auf. Und die Kräfte der Himmel werden erschüttert werden. Der Himmel bebt. Und dann wird das Zeichen, es gibt auch ein ganz bestimmtes Zeichen, und nach diesem Zeichen, da wird die Entrückung sein. Das lesen wir jetzt weiter. Dann wird das Zeichen des Sohnes des Menschen am Himmel erscheinen und dann werden wehklagen alle Stämme des Landes und sie werden den Sohn des Menschen kommen sehen auf den Wolken des Himmels mit großer Macht und Herrlichkeit. Er kommt. Und jetzt? Und er wird seine Engel aussenden mit starkem Posaunenschall und sie werden seine Auserwählten, manche denken, das sind ja die Juden, die versammelt werden. Wir sind immer noch im Text, wo Matthäus an Christen spricht, die um des Namens Jesu willen verfolgt werden. Nur Christen können um des Namens Jesu willen verfolgt werden. Das sind die Christen gemeint. Er wird seine Engel aussenden mit starkem Posaunenschall und sie werden seine Auserwählten versammeln von den vier Winden her, von dem einen Ende der Himmel bis zu ihrem anderen Ende. Es ist unsere Entrückung zum Herrn Jesus Christus. Übrigens, das Versammeln. Wisst ihr, warum wir uns heute hier versammeln? Als kleines Schattenbild auf die Versammlung, wo die ganze Welt und selbst die verstorbenen Christen alle versammelt werden und in einem nur futsch zum Herrn entrückt. Okay, Offenbarung 6, 12 steht Folgendes. Der Johannes sieht, es geschah ein großes Erdbeben. Im Original steht Beben. Das heißt, es muss nicht auf Erden sein, wahrscheinlich oben und unten. Es ist ein großes Beben und die Sonne wurde schwarz wie ein härener Sack und der ganze Mond wurde wie Blut. Und die Sterne des Himmels fielen auf die Erde wie ein Feigenbaum geschüttelt, von einem starken Wind seine Feigen abwirft. Und der Himmel schwand dahin wie ein Buch, das zusammengerollt wird. Und jeder Berg und jede Insel wurden von ihren Stellen gerückt. Und die Könige der Erde und die Großen und die Obersten und die Reichen und die Mächtigen und jeder Sklave und Freie verbargen sich in die Höhlen und in den Felsen der Berge. Und sie sagen zu den Bergen und zu den Felsen, fallt auf uns und verbirgt uns vor dem Angesicht dessen, der auf dem Thron sitzt und vor dem Zorn des Lammes. Hier auch wieder, es wird ein großes Beben geben, sowohl im Himmel als auch auf Erde. Sonne wird schwarz, Mond wird blutrot, Sterne fallen in Richtung Erde und geben ihren Glanz auf. Die Welt wird voller Furcht sein, die gottlose Welt. Der Himmel wird erschüttert, er rollt sich zusammen wie eine Buchrolle. Und dann kommt das Zeichen, ein Blitz wie von West nach Ost. Der Himmel rollt auf und es kommt das Licht Gottes vom Thron Gottes und dann da drin kommt der Sohn Gottes mit den Wolken und die Entrückung geschieht. Und die Ungläubigen wissen es, jetzt beginnt der Zorn Gottes, hier beginnt das Gericht Gottes. Da haben wir wieder eine Information, die Entrückung geschieht vorm Zorngericht Gottes, damit wir es nicht treffen, entrücken wir. Nochmal, zuerst muss der Abfall kommen, dann der Antichrist im Tempel sitzen, dann Christen verfolgen und mitten in dieser Bedrängnis, Tag und Stunde weiß niemand, kommt die Entrückung. Und wir haben ein Zeichen vorher, der Himmel wird dunkel, es bebt und irgendwann, jetzt wissen wir, jetzt kommt Jesus und der Himmel bricht auf, ein helles Licht und der Herr kommt. Wir erheben unsere Häupter, sind erfreut und entrücken, aber die Welt will gar nicht hochschauen, weil sie weiß, oh, jetzt kommt das Gericht Gottes über uns. Deswegen, die Entrückung geschieht vorm Zorngericht Gottes.
In Römer 5,9 zum Beispiel steht: Vielmehr nun, da wir jetzt durch sein Blut gerechtfertigt sind, werden wir durch ihn vom Zorn gerettet werden. Wir werden von diesem Zorngericht Gottes, das Gott über die ungläubigen Menschen ausgießt, über diese Erde, davon werden wir gerettet werden. Das steht auch an mehreren anderen Stellen, 1. Thessalonicher 1,9 und weiter. Wie rettet uns Gott vom Zorngericht Gottes, das er auf dieser Erde ausgießen wird? Durch Entrückung. Also Jesus kommt für uns mitten in der Nacht der Bedrängnis. Er kommt plötzlich zu einer unbekannten Zeit, aber für uns nicht ganz unerwartet. Nur für den, der in der Finsternis lebt, für den kommt Jesus wie ein Dieb. Wir haben oft gehört, Jesus kommt wie ein Dieb, er kann jederzeit kommen. Aber jetzt haben wir gehört, Moment, Paulus sagt, erst muss das geschehen und so weiter. Wenn man genau liest, Jesus kommt wie ein Dieb in der Nacht für die Ungläubigen. Ich lese es vor. Denn ihr selbst wisst genau, sagt Paulus zu den Thessalonicher, dass der Tag des Herrn, das bedeutet für sie die Entrückung, aber gleichzeitig danach das Gericht, dass der Tag des Herrn so kommt wie ein Dieb in der Nacht. Wenn sie sagen, Friede und Sicherheit, dann kommt ein plötzliches Verderben über sie, wie die Geburtswehen über die Schwangere, und sie werden nicht entfliehen. Ich nehme mal einen Satz schon vor. Ihr aber, Brüder, seid nicht in Finsternis, dass euch der Tag wie ein Dieb ergreife. Uns ergreift dieser Tag nicht wie ein Dieb. Wir wissen jetzt, wann er kommt. Wir wissen auch, was wir tun sollen. Wir sollen uns verleugnen. Wir sollen die Welt nicht lieben. Wir sollen nicht so leben wie die Welt, sondern wir sollen nach dem Willen Gottes trachten. Die Welt vergeht und ihre Begierde. Wer aber den Willen Gottes tut, bleibt in Ewigkeit. Wir sollen unser Herz ausrichten. Wir sollen uns nicht hier unser ewiges Reich bauen, sondern wir sollen unser Herz ausrichten. Gott, was willst du von mir? Komm in mein Leben, führe mich, leite mich, was ist meine Aufgabe? Wir trachten zuerst nach dem Reich Gottes. Für uns wache Christen kommt Jesus nicht wie ein Dieb in der Nacht, steht hier, sondern für die Welt. Und wenn man es genau betrachtet, ist es ganz logisch. Also Vers 2 und 3, ihr wisst, der Tag des Herrn kommt wie ein Dieb in der Nacht. Da steht, er kommt wie ein Dieb in der Nacht und wie die Geburtswehen über eine Schwangere. Wie kommt ein Dieb zu einer unerwarteten Stunde? Plötzlich. Und was ist das Ziel eines Diebes? Johannes sagt in Kapitel 10, Vers 10, der Dieb kommt nur, um zu stehlen, zu schlachten, zu verderben. Also stehlen, er nimmt was weg, was ihm nicht gehört. Er tötet oder schlachtet. Er zerstört das Hab und Gut. Und genauso kommt Jesus. Er kommt mitten in die Bedrängnis, wo das antichristische Reich aufgebaut ist, und er stiehlt dem Antichristen, dem antichristischen Reich, die Christen weg, zerstört die Verfolger und zerstört ihre Werke und ihr Reich. Ihr seht, der Kontext stimmt. Und im weiteren Sinne sieht man ja auch, später sagt Paulus, für euch kommt er nicht wie ein Dieb in der Nacht. Und wie Geburtswehen über Schwangere, das betont auch nochmal, wenn er kommt, dann kommt er plötzlich. Siehe, ich komme bald, heißt auch, siehe, ich komme schnell. Denn wenn sie sagen, jetzt sagt Gott, der Paulus uns, warum kommt Jesus so überraschend über die Ungläubigen? Denn aus folgendem Grund. Sie sagen Friede und Sicherheit. Wie ich vorhin schon gesagt habe, die Parole der Bösen, Tage vor Jesu Ankunft, Tage vor dem Zeichen an Sonne, Mond und Sterne, ist das ihre Parole, Friede und Sicherheit. Also die Bösen, an anderer Stelle heißt, sie essen,
sie trinken, sie heiraten, verheiraten. Sie sind einfach gleichgültig gegenüber den Dingen Gottes, gegenüber dem Tag des Herrn. Sie spotten über das Gericht Gottes, es kommt nicht, es bleibt alles, wie es war. Die Christen werden bedrängt, ihr seht ja, uns geht's gut. Das ist die Parole Friede und Sicherheit. Das Programm des Antichristen funktioniert, wir haben nichts von Gottes Zorn erfahren, das ist nur ein Märchen. Und deswegen, sie wägen sich in falscher Sicherheit und deswegen sagt hier Paulus, weil sie sagen Friede und Sicherheit, kommt ein plötzliches Verderben über sie, dass sie nicht entfliehen können. Ihr aber Brüder, seid nicht in Finsternis, dass euch der Tag wie ein Dieb ergreife, denn ihr seid Söhne des Lichts. Sind wir Söhne des Lichts? Sind wir Söhne des Tages? Können wir ja sagen. Sind wir Söhne des Lichts, Söhne des Tages? Dann ergreift uns dieser Tag nicht wie ein Dieb in der Nacht. Wir gehören nicht der Nacht und nicht der Finsternis. Also hier nochmal die Bestätigung. Treue Gläubige ergreift das Kommen des Herrn nicht wie ein Dieb. Der Tag des Herrn kommt über die Ungläubigen unerwartet wie ein Dieb. Aber wir erkennen die Zeichen der Zeit, wir wachen, wir schlafen nicht. Also, sagt Paulus, lasst uns nicht schlafen wie die übrigen, sondern wachen und nüchtern sein. Lasst uns nicht geistlich tot sein, wie die Welt geistlich tot ist. Lasst uns unser Motiv nicht das Irdische sein, sondern an allererster Stelle das Ewige. Wenn ihr dieser Welt gestorben seid und dann und mit Christus auferweckt worden seid, so sucht, was droben ist, wo der Christus ist, sitzen zur Rechten Gottes. Unser Motiv soll täglich sein, Gott, was willst du? Ich übergebe mein Leben dir täglich, ich verleugne mich, ich liebe mein Leben nicht. Sie haben ihr Leben nicht geliebt, heißt es. Unsere Motive sollen sein, Gottes Sache in meinem Leben zu tun, Gottes Reich. Die Ungläubige schlafen, die sind geistlich tot, aber wir sollen wach bleiben, um nicht mit der Welt gerichtet zu werden. Das heißt, wir enthalten uns von diesem Wein dieser Welt, von diesem Geist dieser Welt und erfüllen uns mit dem Heiligen Geist. Und dann sind wir voll Liebe, voll Glaube und gesinnt auf das Kommen des Herrn. Und zum Abschluss möchte ich noch diesen Satz nochmal erwähnen. Die Welt vergeht und ihre Begierde. Da will Gott uns damit ermuntern, liebt nicht die Welt. Wir wohnen in der Welt, aber wir sind Himmelsbürger. Und so sollen wir uns verhalten. Wir sollen uns als Himmelsbürger verhalten, wo zwar in der Welt dient, aber unser Motiv ist das Reich Gottes. Wer aber den Willen Gottes tut, bleibt in Ewigkeit. Und wenn ihr auch alle das Herz dafür habt und wollt die letzten Zeiten hier, vielleicht gehören wir auch zur letzten Generation, wir wissen es nicht, aber es ist egal. Wenn ich sterbe, mein nächstes irdisches Ereignis ist die Entrückung. Für jeden kommt Jesus bald. Es endet mit unserem Tod. Und das nächste zeitliche Ereignis in unserem Leben ist die Entrückung. Selbst wenn ich nicht zur letzten Generation gehöre. Gott will von allen von uns, tut den Willen Gottes, stellt den Willen Gottes an erster Stelle und nicht die weltlichen Dinge. Und wenn euer Herz auch so ist, so möchte ich für euch beten. Ja, Herr Jesus, du siehst jetzt jedes Herz hier in diesem Raum und du siehst, wer einfach dir nachfolgen will, wo der deinen Willen tun will. Herr Jesus, nicht den Willen seiner eigenen Gedanken, seiner eigenen Wünsche oder das, was die Welt ihm aufträgt, sondern wer wirklich deinen Willen tun will, bitte ich dich, dass du die Entscheidung in seinem Herzen jetzt siehst und ihn neu erfüllst mit deinem Geist
und mit deinem Willen, mit deinem persönlichen Willen für sein Leben und mit der Kraft dazu, um es auszuführen. Amen. Amen.